Bro, das ist doch einfach nur eine fliegende Insel. Was soll denn das? Ich weiß, dass du geklaut hast. Spark, du bist ein. Du bist verrückt, Spark. Spark, das klingt echt ein bisschen komisch, was du da machst. Nicht mehr auf mein Grundstück kommen, ich sag's dir. Einmal pro Stream darf ich auf dein Grundstück. Ja, das war heute. Hallo? Ah, moin, na, ist klar. Ja, moin. Also, alles gut. Ich schau mir mal ganz kurz an, was du da gebaut hast, ja? Ich hab noch nichts weiter gebaut. Nee? Wir legen gerade einen Ozean trocken. Ich hab doch, Dings, ich hab doch, Schwämme. Ja. Sind nicht schneller. Funktioniert aber nicht. Das Problem ist, wenn du die Schwämme da haust und die großen Wasserteile, dann füllen sich die Quellen einfach wieder auf. Na, wenn er das aufteilt, nicht? Ey, Spark, ich sag dir, dass das schneller geht mit den Schwämmen. Spark. Ja, dann machst du einen Quadranten hier vorne anfangen. Ich fang sofort, ich helfe dir, Max, ich helfe dir. Ich hole mir sofort ein paar Schwämme, ich helfe dir. Ich habe jetzt gerade eh keinen Bock mehr, mein Haus zu bauen, weil es wahrscheinlich eh gleich gesprengt wird. Klappt deine Slime-Farm mittlerweile auch? Alter, die ist mad OP. Wie viele Slimes brauchst du? Ich gebe dir so viele, wie du willst. Ich brauche gar keinen. Ich wollte nur fragen, ob du dabei klar, eine Farm hast. Ja, Alter, Max, hör mal, natürlich, klar. Okay. Ist optimiert worden, das Ding läuft super. Das ist auch im Wesentlichen allein gebaut, oder? Klimmer ja nie da. Ja, Klimmer hat nochmal ein bisschen was gebessert so, aber ansonsten war das ganz stark. So, pass mal auf. Max, du musst gleich mal bei mir gucken. Ich zeig dir jetzt mal ganz kurz, wie schnell das hiermit geht. Wir sollten musst ja trotzdem die Wände hochbauen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Kevin, hast du Schwämme? Nein. Wollen wir die kurz noch holen? Weil dann kriegen wir das hier echt schnell hin. Ich habe ein Stack Schwämme. Echt jetzt? Ja, aber die ist wirklich langsamer. Max, ich zeig dir jetzt, wie es schneller geht, okay? Komm her. Ich muss die kurz holen. Soll ich sie holen? Ja, ja. Dann brauchen wir vorne nur eine Menge Öfen halt, um die zu trocknen. Kann man die über ein Lagerfeuer setzen? Nee, Spark, das geht nicht, ne? Über ein Lagerfeuer nicht, aber ein Ofen geht. Also ich habe 50 Schwämme, ja? Okay, das ist gut. Ich habe auch nochmal 5 Stück. Ich tue sie hier in die rote Box rein. So, schau mal jetzt ganz kurz. Ich habe nämlich bei Klim diese komplette Technik einfach einmal gelernt. Schau mal hier, das Ding jetzt hier. Das hat dir Klim beigebracht. Mhm. Du musst jetzt nur relativ schnell, sag ich mal, placen in den richtigen Ecken. Und da wir zu viele haben, geht das ja nicht eigentlich? Ja, wenn du viele hast, geht das. So, dann komm ich mal gucken, wo dein Grundstück ist, Patrick. Wo du jetzt dein Haus baust, richtig? Genau. Genau. Ich fahr. Willst du mich fahr? Ich hab das ist geclaimt seit 2 Wochen, Digga. Bro, das ist ultra hässlich. Warte. Erstmal glaubst du mir, dass das seit 2 Wochen geclaimt ist? Nö. Es ist wirklich seit 2 Wochen geclaimt. Das ist doch wieder unnötig, Digga. Das ist doch wieder unnötig, Mann. Ich mach die, guck mal, ich reiß erstmal die Toilette weg, weil die ist echt hässlich. Bro, guck mal, Patrick, bitte, guck. Bitte, guck. Bitte. Komm mit, okay? Bitte hier vorne, bitte hier, bitte. Guck hier. Ey, Nee, hör mal zu. Ich hab das seit 2 Wochen geclaimt. Bro, das ist doch einfach nur eine fliegende Insel. Was soll denn das? Ich weiß, dass du geclaimt hast. Bitte, Patrick. Nein, warum? Bitte. Warum darf ich nie tun, was ich will? Warum? Weil in deinem Streamtitel wieder steht, Revi, du wirst sehen. Das ist von heute noch. Ich bin 46 Monate bin ich bei dir Sub, Bruder. Ich bin auch 30 Monate bei dir Sub. 48, auf, 46, auf Freundschaft, Patrick. Nicht da, Bro, bitte. Du bist Multimillionär. Hör mir auf jetzt. Ey, boah, warum Digga. Nicht? Aber wieso nicht? Mann, du machst mir wirklich Spaß am Klaus kaputt, ehrlich. Hör auf, diese Karte zu ziehen. Nee, es ist keine Karte. Doch, aber die weiß man nie, Digga. Ich find's schade, wenn du korrekt wärst, würdest du das nicht machen. Hör auf, ich bin korrekt. Das weißt du auch. Schade. Was schade. Eigentlich du warst mal cool. Du warst mal wirklich korrekt. Warum machst du jetzt diese Karte? Ich find's schade, Mann. Aber gut. Ich kann nichts dagegen machen, so, wenn du meinst, es wäre nötig, bitte. Mach. Also ich darf nicht mein Haus bauen. Ich hab dir nicht gesagt, dass du dein Haus nicht bauen darfst. Ich fänd's halt nur dumm, wenn du da baust. Weil es halt einfach warum? In Luft fliegt und es halt hässlich aussehen wird. Ach so, das kann man ja dann alles terraformen. Nein, Bro, wirst du nicht machen. Du wirst einfach wieder irgendwas Hässliches bauen, irgendwie, was mich nervt. Und ich find das schade. Warum ziehst du jetzt die Mitleidskarte? Nee, weil ich halt dieses Craftex wirklich, ich habe so viele Stunden hier rein investiert. Ich bin jeden Tag live und sowas. Ja, ist auch super. Du wirst ja dadurch entlohnt, Revi. Habe ich dein schönes Haus. Du weißt, in einer Staffel wäre das Haus schon längst kaputt. Ja, aber das ist doch nicht, das ist doch kein Zustand mehr, Patrick. Ja, ich weiß, deswegen, ich springe auch nicht dein Haus. Ich mache ja nichts bei dir. Das ganze grundlegende Verhalten ist einfach nur noch schade, wirklich. Ich finde es wirklich schade, dass du mir das Projekt so systematisch kaputt machen möchtest. Revi, zieh nicht diese Karte. Ich zieh keine Karte, Patrick. Ich finde es einfach nur traurig. Weil ich hatte mal richtig Spaß mit Craft Attack, weißt du? Ich werde keine Karte ziehen. Ich habe sowas nicht nötig, was du gerade machst. Was mache ich denn? Ich bin doch einfach nur ehrlich. Du machst gerade die Mitleidskarte. Das ist nicht Mitleid. Ich will einfach nur mein Haus bauen. Und jeder, der gerade hier im Chat über 18 ist und ein bisschen Grips hat, wird checken, was du gerade tust. Ich appelliere an deinen guten Freund, mehr nicht. Ich will doch nur mein Haus bauen. Ist schon okay, Bro. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke, alte Getreide. Schade, wie du dich verhältst, wirklich. Du bist kein guter Freund mehr. Dummer. Ich hasse den.
Wir sind so, weiß ich nicht, ich glaube 10 Leute, 15 Leute mit Produktion im Bootshaus. Bisschen Entchen angeln, backen, Weihnachtsbaum dekorieren. Wird geil. Und vor allen Dingen halt Geld sammeln für einen guten Zweck, ne? Das finde ich ganz geil. Nice. Das ist ein ultra gutes Konzept. Ja. Und wie gesagt, wenn ich am 13.12. Zeit habe, bin ich dabei, Deal. Deal, wann kannst du mir das sagen, wann du Zeit hast? Am 1.12. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es klappt. Ja, Romata kommt auch, der wohnt jetzt in Bonn. Ja, das ist eher ein Grund, nicht zu kommen. Wir gucken aber, dass der vorher geduscht ist, ne? Dass Romata dann vorher sauber gemacht wird. Das ist sehr wichtig. Genau. Schlauch abgespritzt so. Im kalten Wasser. Sturmwaffel kommt auch. Kennst du Sturmwaffel? Kenn ich auch. Findest du cool, oder? Ist cool, sehr cool, ja. Hast du schon mal mit Gewitter im Kopf was gemacht? Nee, ne? Nee. Das wird, glaube ich, ganz nice. Max, willst du mal was Geiles sehen? Ja? Komm mal hier, das würde dich freuen. Komm mal hier vergiftet. Vorne. Hast du Antigift? Nee, komm mal mit hier, komm mal her. Guck mal, hier sind sau viele Fische drin. Schau mal hier. Siehst du das da? Und jetzt geil, ja, Mann. Und die verrecken jetzt alle, siehst du das? Oh, was macht... Hör mal die Geräusche! Nein, ich hab Wasser reingetan. Nein, was soll das denn? Sorry. Ich wollte dir nochmal kurz, kurz so einen kleinen... Weißt du? Genau. Könnte man irgendwie einen Fischspawner machen, der die ganze Zeit so verrecken lässt, dass wir durchgehend den Sound haben? Alles klar, das ist der Punkt, wo ich dann auch sage, langsam wird's dann doch ein bisschen krank. Oh, jetzt, Max, geht los, guck mal. Nimm sie dir, Max, nimm sie dir. Dein Verdienst. Kann man einen Fischspawner machen, wo man die Fische die ganze Zeit verrecken lässt? Der Sound war insane. Also da kann keiner was sagen. Der Sound ist so oder so geil. Na, dann sehen wir uns am 13.12. Geil. Ja, okay. Ah, cool. Die tun es da, die liegen in einem Bett, guck. Da, der küsst den anderen. Sexualkunde mit Revenzeit. Spark, was machst du hier? Hey, hör auf! Hey. Hör auf, die Beweise zu vernichten. Guck mal hier, die liegen in einem Bett. Ich muss nicht mehr Sorgen machen. Spark, die liegen in einem Bett. Eigentlich? Guck mal hier. Die liegen nebeneinander. Die tun es gerade. Du machst dir die Beweise weg, dass du hier ein Bordell gebaut hast, Spark. Oh Gott, hack die Dinger wieder jetzt hin. Jetzt sind die alle aufgeweckt. Spark. Ja, das ist schon mal ganz gut. Ich habe mir gerade einen geholt und der wollte. Wie? Du hast den einen geholt. Was machst du mit dem, du krankes Schwein? Die werden jetzt hier. Ich hab den eingestellt. Der arbeitet jetzt bei mir im Wolkenkratzer. Das will der nicht. Ja, der ist von da nicht hingelaufen. Spark, du bist. Du bist verrückt, Spark. Lass Spark in Ruhe. Spark, wo ist der? Ich will sehen, wie der Wolkenkratzer arbeitet. Ob der da freiwillig... Spark macht kranke Sachen mit den Villagern. Kevin? Lass Spark in Ruhe. Nein, wir müssen jemanden holen. Wir müssen die Nationalgarde einschalten oder irgendwie. Baby, schau dir mal an. Die laufen jetzt von ganz alleine in den Wolkenkratzer rein, weil ich sie eingestellt habe. Pass auf, komm mal vor, wieder zurück zum... Das wollen die nicht. Die wollen das nicht. Ja, komm her, komm her. Was machst du mit denen, du krankes Schwein? Spark! Komm her, komm rüber. Spark, das klingt echt ein bisschen komisch, was du da machst. Ich bin bei dir. Wo sind die? Wo bist du? Hier, pass auf. Ich hab hier den nächsten. Ich seh dich nicht. Ich bin bei den Villagern. Revi, komm mal mit der Koralle her. Da nein, Moment, stopp. Ich muss hier ganz kurz gucken, was Spark für eine kranke Scheiße mit denen macht. Holy. Komm zu den Villagern hier. Die laufen jetzt von alleine. Der läuft jetzt von alleine in den Wolkenkratzer. So, komm. Guck, hoch, mach der nicht. Der will nicht. Geh nach Hause. Lauf, wenn du kannst. Nicht die Treppe hoch. Der läuft jetzt zu mir. Nicht die Treppe hoch. Der geht jetzt zu mir. Der läuft jetzt von hier bis zum Wolkenkratzer. Als ob ich die mit Booten hinfahre. Ich lass die von alleine reinlaufen. Spark, der läuft in sein Verderben. Der weiß das nicht. Bleib stehen. Der weiß nicht, dass ich nur Mindestlohn zahle. Okay, ich hab eine Idee. Was ist, wenn ich hier so mache? Revi, lass die Dinger da. Ich hab gar keine Blöcke mehr mit Arms hinzubauen. Du lockst den mit Arbeit! Ja, natürlich lock ich den mit Arbeit. Schwarzes Glas? Nee, das ist hier nicht, das mache ich nicht, schwarzes Glas. Du bist krank.